Radio Soul präsentiert Planet Soul Power Wow. Die Konferenz der Menschen. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment. Herzlich willkommen am Mikrofon Gerhard Pellegrini und heute bei mir in der Zoom-Leitung Helmut Matzner. Ich begrüße Sie. Helmut, schön, dass du da bist. Freut mich, Gerhard. Es ist wieder soweit, ein großer Tag in der Berichterstattung auch. Wir werden heute etwas auf den Kopf stellen, nämlich ein Weltbild der Virologie. Und du bist Zellphysiologe. Erzähl uns kurz, nur ganz kurz, wie bist du dazu gekommen und warum heißt heute das Thema Zurück zur Naturgesundheit, Hintergründe der Impfstoffe? Ganz einfach, wir hatten vor 20 Jahren ein Riesenproblem. Unsere Zellen, wir haben 100 Billionen Zellen in unserem Körper, jeder von uns, ja. Davon sind 25 Billionen nur rote Blutkörper, ein Viertel. Ja. Hatten ein Riesenproblem, das heißt, die Zellfunktionalität hat sich ja mehr oder weniger von fast verabschiedet, von 100% auf 0%, das nennt man tot. Und die Schulmediziner sagen halt dazu entweder Krebs oder Asthma oder Allergien oder irgend so etwas zu solchen Zellfunktionsstörungen. Wir haben dann vor 20 Jahren begonnen, unseren Weg zu finden, wie man die Zellfunktionalität wieder steigert. Und nach 3 Jahren waren auf einmal die Zellen wieder funktionstüchtig. Das heißt, das, was eben als Krebs bezeichnet war, wir wieder verschwunden. Ich habe dann rausgefunden, wie Krebs eben entsteht und wie man es wieder wegkriegt. Ja. Habe aber dann weiter geforscht. Und jetzt ist natürlich eines passiert in dieser Zeit, wo wir gerade leben, ja, wo wir global gesehen faktisch in Geiselhaft genommen werden von Virologen, habe ich mich natürlich dann auch mit dem Thema beschäftigt. Was sind denn Viren eigentlich? Wie kommt es denn dazu? Von wo kommen die her? Was machen die? Was spielt sich da eigentlich ab? Und da bin ich dann drauf gekommen, dass die Viren in Wirklichkeit nichts anderes sind als Müllsäcke, die aus den Zellen hinausgeschafft werden, weil die Zelle eben zum Beispiel durch fehlerhafte Dinge wie fehlerhafte RNA, DNA, fehlerhafte Aminosäurenketten, was wir Proteine nennen, mit diesen nicht fertig geworden ist. Und darum werden dann diese Produkte, die die Zelle hervorgebracht hat, aber fehlerhaft sind, nicht zu dieser Zelle gehören, werden dann verpackt in einen Tresor, das nennt man Kapsid, und diese Kapside bestehen aus dicht gepackten Aminosäurengruppen, ja, die so wunderschön auch angeordnet sind. Die werden dann noch umhüllt mit einer Fetthülle, damit sie dann auch aus der Zellmembran, die auch aus Fett besteht, hinausgeschafft werden können. Die haben dann noch so Haken dran, ja, so richtige Haken, wo damit man so wie bei einem Camping-Anhänger eben dann hinauszehren kann. Das nennen dann die Virologen Spike-Proteine. Und wie ich dann da drauf gekommen bin, ja, wie das wirklich funktioniert. Ich war zutiefst erschüttert, dass man eben mit diesen Müllsäcken, mit diesen Speibsackerl, wie ich sie jetzt nennen, ja, eben dann so ein Riesengeschäft aufbaut, ob das jetzt bei Menschen ist oder bei Pflanzen ist, das ist völlig egal, weil die meisten Pflanzenschutzmittel, die auch mit diesen Müllsackeln zu tun haben, ja, da werden dann Virostatika eingesetzt, ja, und was ist das? Nichts anderes als Antikörper, so wie es wir auch schon seit 4 Milliarden Jahren kennen in jeder Zelle. Helmut, du bist jetzt so richtig in die Materie reingesprungen. Ich möchte kurz reüssieren, und zwar, wir haben ein Bild vom Virus, ein Virus, die einen glauben, das ist ein Lebewesen, das wurde ja mittlerweile eh schon widerlegt. Der Virus ist nicht lebendig, und man behauptet auch zum Beispiel, ein Virus braucht einen Wirten, also ein Bakterium oder eine Zelle. Und selbst das ist etwas, wo du sagst, das stimmt auch so nicht, sondern ein Virus ist eigentlich gar nichts Böses im Sinne, sondern es ist einfach ein Ausscheidungsprodukt von Zellen. Also Viren sind Ausscheidungsprodukte unserer Zellen. Das heißt, überall, wo ein lebender Organismus ist, wo es Zellen gibt, egal ob das beim menschlichen Körper ist oder bei Tieren oder Pflanzen, das sind einfach nur Ausscheidungsprodukte, und die werden abgeführt in sogenannten Müllsackerln, wie du es jetzt gesagt hast. Das können wir uns genauer noch anschauen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass wir schauen, dass diese Ausscheidungsprodukte einfach ordentlich abgeführt werden, und dann wird diese Gefährlichkeit von Viren, egal ob das jetzt Corona oder einfach Grippeviren sind oder sonst etwas, wird ganz anders plötzlich in ein anderes Licht gestellt, oder? Ich glaube, so können wir das einmal so sagen. Ja, genau, aber ganz kurz. Sie können sehr, sehr wohl gefährlich werden. Denk doch zu einem ganz normalen Haushalt, einem Haus, eine Wohnung. Die hat auch Müllsäcke.
Und wenn du die Müllsäcke eben nicht hinaustransportierst zu den Müllcontainern, ja, und du belässt diese Müllsäcke drin, dann fangen die an zum Schimmeln, dann werden sie dementsprechend noch mehr giftiger und so weiter. Und da kannst du den ganzen Haushalt schon vergiften. Also du musst sie ausscheiden. Und ja, wir machen das ununterbrochen. Ja. Wir nennen das ja diesen Autophagozytose-Prozess, der normal abläuft, wo auch Müllsäcke produziert werden, aber die nicht gefährlich sein, weil Virus heißt ja auf Lateinisch nichts anderes, ja, als Saft, Schleim, Gift, wenn du da nachschaust. Und diese Giftprodukte, die da drin sind, das kann jetzt veränderte DNA sein, veränderte RNA sein, veränderte Proteinketten sein, ja, die sind so gefährlich für die Zelle, dass sie das in einen Tresor packt, ja, Capsid, mit einer Fetthülle umgibt und raus der Post, weg damit, ja. Und dann warten draußen die Müllsackelforscher, das nennt man dann die Virologen, und die teilen das dann ein, ja, welche Fetthüllen ist das? Die können ganz genau sagen, von wo das herkommt. Und das können wir später noch besprechen. Okay, also Viren können aber ungefährlich werden, wenn das Abwehrsystem in Ordnung ist. Also diesen Schwerpunkt werden wir uns heute auf jeden Fall näher beleuchten. Ja, einiges stellen wir jetzt auf den Kopf. Down Under, auch der musikalische Beitrag jetzt. Man at Work. An Radio Soul, das war Man at Work, Down Under, kopfüber. Wir stellen das Weltbild noch etwas auf den Kopf oder vielleicht vom Kopf wieder auf die normale Ebene, meine Damen und Herren. Wir haben heute den Fachmann für Zellphysiologie, Helmut Matzner, in der Zoom-Leitung mit dem Titel Zurück zur Naturgesundheit und Hintergründe der Impfstoffe. Und ja, wir wollen eigentlich, würdest du sagen, die Virologen, die haben, die stellen den Virus und die Impfstoffe wie dar, und wie ist deine Ansicht, die wir jetzt da hier neu bringen wollen? Man soll das ganze Thematik von einer anderen Seite betrachten. Wie könnte man das mit kurzen Worten sagen? Die Virologen gehen her, schauen sich diese Müllsackerl an, die Zelle hinaustransportiert hat, untersuchen dann wieder eingedrungene Müllsäcke in verschiedenen anderen Zellen. Nehmen wir zum Beispiel Ebola-Virus oder Varicella-Zoster-Virus oder irgend so etwas her. Der dringt nur deswegen dort wieder ein, weil es eben ein Abwehrsystemschwäche gibt. Man nennt das eine Immunschwäche. Und der tritt eben dann dort wieder ein. Und wenn dort zum Beispiel DNA eingepackt ist, weil die DNA fehlerhaft war, weil es werden ja nur dann Müllsäcke produziert, wenn irgendetwas in der Zelle nicht mehr zerlegt werden hat können. Zum Beispiel, wenn die DNA so derartig kaputt ist, ja, dann werden DNA-Stücke eingepackt und hinaustransportiert. Dasselbe gilt für die RNA. Und dasselbe gilt auch für Proteinketten. Ja. Das heißt, es gibt drei Möglichkeiten, ja, die eben dann hinausgeschafft werden. Dann geht der Virologe her und sagt, okay, wir untersuchen jetzt die eingedrungenen Müllsackerl oder Speibsackerl oder wie du das nennen willst, das ist mir egal, ja, untersucht es und sagt, okay, was macht das Müllsackerl jetzt da drin? Und es kann sein, dass sich zum Beispiel jetzt diese Hülle löst, das ist eine Fetthülle, es ist eine Aminosäurenkettenhülle, man nennt es Kapsel-Capsid, ja, und dann wird entweder die DNA frei, die RNA frei oder irgend so eine falsche Aminosäurekette. Und die kann sich da drinnen replizieren, das heißt verdoppeln. Die kann zum Beispiel jetzt dort mehrere Aminosäurenprodukte wiederherstellen, genau in dieser falschen Art, die eben dann wieder verpackt werden mit der gleichen Verpackung, ja, und wieder hinausgeschafft werden. Das heißt, es könnte aus einem so einem Müllsackel dann 20.000 werden in einer Zelle, ja. Man nennt es dann die Viruslast, ja, zum Beispiel. Ja. In Wirklichkeit ist nichts anderes, ja, dass die Müllabfuhr nicht funktioniert hat. Ja. Das heißt, die Müllsäcke, die türmen sich da draußen auf, ja. Sie werden nicht abtransportiert, sie können auch nicht mehr abtransportiert werden, weil das Immunsystem einfach überfordert ist. Und wie kann man das jetzt lösen? Ganz einfach. Ja, man muss genau das Immunsystem kennen. Und wir haben 4 Milliarden Jahre Erfahrung, wie das Immunsystem optimal funktioniert. Und darum muss man jetzt das ganz anders sehen, ja. Das heißt, jede Zelle, jedes Bakterium, jede Pflanzenzelle, jede Insektenzelle, denkt man nur an Insektenstich, Malaria. Ja, wie kommt das Müllsackel von einer Anopheles, von dieser Stechmücke, kommt dann durch diesen Stich in unser Blut hinein, ja? Und auf einmal kann das Immunsystem entweder sofort verarbeiten, das was ja bei vielen Menschen der Fall ist,
Und bei manchen, die eben eine Immunschwäche haben, weil sie weit zu wenig Wasser getrunken haben, die bauen den Wasserfilm nicht auf, wo die Antikörper drin schwimmen zum Beispiel, dann geht's eben nicht. Ja? Und dann werden die dann dementsprechend zu Müllbergen und dieser Müllberg bringt den ganzen Körper um. Du hast gesagt, wir haben 4 Milliarden Jahre Zellerfahrung. Das Immunsystem ist über die Evolution so aufgebaut worden. Kann es sein, dass es jetzt aber Viren, verwende ich nochmal das Wort, eigentlich sollte es ja Müllsäcke heißen, dass es welche gibt, die böse sind und unser Immunsystem einfach nicht kennt und auch deswegen es wirklich gefährlich für uns ist? Ja, darum haben wir ja 2 Arten von Immunsystemen. Wir haben das über 4 Milliarden entwickelte, das nennt man das angeborene Immunsystem. Dieses Immunsystem wird von Granulozyten gemacht. Ja. Granulozyten ist ein Teil des Immunsystems mit der großen Überschrift Leukozyten, weiße Blutkörperchen. Macht ungefähr 2/3 aus, ja, des gesamten Leukozytenbedarfs. Das heißt, wir haben circa 7000 Stück ungefähr pro Milliliter Blut. Ja, und davor sind circa 66% Granulozyten, also 4200 Stück. Die werden wieder unterteilt, aber das lassen wir jetzt. Ja? Und dann gibt es eben die neuen Müllsäcke kontrollieren, die neuen Müllsäcke, die neuen Bakterien, die neuen Einzeller, die jetzt uns gefährlich werden können. Das sind die Lymphozyten. Und die unterteilen sich wieder in die B- und in die T-Lymphozyten. Die B, die sind die Schnüffler. Ja, das ist zum Beispiel die Korruptionsstaatsanwalt. Das ist eben der Staatsanwalt. Das sind die Polizisten. Die schnüffeln alles durch und schauen, was ist denn da eigentlich dahinter mit dieser falschen DNA, mit der falschen RNA, mit den falschen Aminosäurenketten. Und wenn die dann alles gelernt haben, dann kommt eben der T-Lymphozyt, der Tod. Ja, der haut es dann nieder, inaktiviert es und damit war es. Und wenn es eben nicht möglich ist, weil das einfach zu viele Müllsäcke ist, ja, dann kommt er eben so wie in Wien, dann eben da am Flötzersteig, ja, da ist ja eine Verbrennungsanlage, ja, da kommen die ganzen Müllsachen dorthin. Bei uns, wir haben das auch in unserem Körper, wir haben so eine Verbrennungsanlage und das nennt man Fieber. Und in dem Moment, wo dann der Körper die Temperatur nach oben fährt, werden diese ganzen Aminosäurensackel, diese Müllsackel im Fieber verbrannt. Okay. Also, wie gesagt, Viren sind also keine Lebewesen, sind Ausscheidungsprodukte der Zellen, abgestorbene Teile und die gehören, du hast das Wort Lymphozyten verwendet, die gehören ausgeschieden. Da fällt mir gleich das Wort Lymphsystem ein. Ist das das Gleiche? Ist das Lymphsystem unser Ausscheidungssystem, das genau dafür gedacht ist? Genau, das Lymphsystem beginnt ja vor der Zelle. Das ist ungefähr das Gleiche wie eben, wenn du ein Haus oder Wohnung hast, dann hast du irgendwo einen Müllraum. Und dort beginnt eigentlich das Lymphsystem. Das heißt, ich nehme das Müllpackerl und haue es dort rein. Genauso ist es bei uns auch. Da gibt es jetzt die B-Lymphozyten. Die B-Lymphozyten verbinden sich zur sogenannten Follikelzelle, die schon mehrere. Dann, wenn sie dann 50 oder 100 erreicht, dann nennt man das die Bayer-Plaques. Und dann entstehen so schöne Rohre, ja, so ein Rohrsystem, bis eben zu diesen Sammelstellen, die wir dann als Lymphknoten bezeichnen. Das heißt, der wie ein Staubsauger saugt ja die Müllsackerl auf, ja, führt sie dann eben zu der Investigationsstelle, das ist dann zum Beispiel die Bezirkspolizeianstalt oder das Kommissariat. Dort sind dann die T-Lymphozyten und B-Lymphozyten gemeinsam und untersuchen jetzt einmal genau diese Müllsackerl. Was ist denn da falsch drin? Die DNA wird untersucht, die RNA wird untersucht, die Proteinketten wird untersucht. Und jetzt kommt das Beste, Gerhard. Dann haben die ein Kommunikationssystem, schicken ein SMS zur Zelle, sagen dann zu der Zelle, sag einmal, wie hast denn du da jetzt, wie bist du zu diesem Müllsackel gekommen? Hast du irgendwo Fehler da drinnen in deiner Zelle? Dann fängt die Zelle mit ihrem eigenen Immunsystem zu investigieren an. Und wenn die Zelle draufkommt, dass sie einen irreversiblen Schaden hat, dann gibt sie über den sogenannten Haupthistokomplex eine rote Fahne hinauf, so wie der Schiedsrichter, was der rote Karten, jetzt muss gehen. Ja? Und die rote Fahne heißt, bitte, ich muss weg, dann kommt der Makrophage, frisst die Zelle auf, ja, teilt sie wieder in verschiedensten Teile auf und eliminiert die Zelle. Oder wenn die Zelle es selbst macht, dann nennt man das Apoptose, den sogenannten kontrollierten Zelltod. Also unser Immunsystem ist so derartig clever,
das nur zerstört werden kann, wenn wir zu viel Sauerstoff zuführen über die blöden Zuckermoleküle, die jetzt en masse in diesen Zuckerlagerstätten, die wir Supermärkte nennen, zuhauf verkauft werden. Sehr spannend. Also ich hab dich, ich verstehe das System jetzt schon langsam dahinter. I got you, babe, sagt auch UB40. Und gleich geht's weiter hier im Interview mit Helmut Matzner, meine Damen und Herren. Genießen Sie diese Zeit hier bei Radio Soul. I got you, babe. I got you, babe. Sie hören Radio Soul. Ja, meine Damen und Herren, wir sind gerade dabei, jetzt etwas Licht in die Hintergründe der Impfstoffe zu bringen. Auf die Impfstoffe kommen wir noch zuvor. Gibt es noch einiges zu erkennen und zu verstehen? Wir haben also gesehen und gehört, jetzt Zellen sind keine Wirte, die befallen werden von Viren, sondern die Zellen selbst haben Ausscheidungen, das übrigens alle Zellen, und das sind diese Ausscheidungen, sind in Wirklichkeit dieser Müll, und das sind eigentlich das, was man Viren nennt in der Virologie. Diese Viren, dieser Müll wird umhüllt von, du hast das Müllsackerl genannt, von einer Fetthülle. Reden wir mal über diese Fetthülle, das ist auch sehr spannend. Ja, genau. Weil die Virologen können das ganz genau analysieren, wie, aus was diese Fetthülle besteht. Ja, und zum Beispiel unsere sogenannte Zellmembran, also die äußerste Umrandung eben einer Zelle, die besteht zum Beispiel eben aus verschiedenen Fettsäuren. Und inzwischen diesen Fettsäuren ist Cholesterin eingelagert. Und zwar ungefähr ein Drittel unserer gesamten Zellmembran macht Cholesterin aus. Das sind ungefähr 34,5%. Ja. Warum? Weil diese Fette würden bei 37 Grad Körpertemperatur ja flüssig sein. Und dann könnte ich zum Beispiel jetzt in meinem Körper gar nicht da sitzen, sondern es würde ein Fettfleck da sitzen. Ja. Also darum brauchen wir das Cholesterin, das ja auch in den Mitochondrien produziert wird, in den sogenannten Zitratzyklus. Und wir haben zum Beispiel in der Zellmembran 34,5% von dem Cholesterin drin. Dann haben wir natürlich in der Zellmembran viele, viele Sensoren, also Handymasten, ja, man nennt das Rezeptoren, wo die Signale aufgenommen werden. Die bestehen alle aus Proteinen, das heißt Aminosäuren. Ja. Und da kann man, und da können wir dann ganz genau in der Virologie können wir feststellen, von wo dieses Müllsackerl herkommt. Ist es zum Beispiel ein Müllsackerl, das aus DNA besteht, weil die DNA herausgeschnitten werden hat müssen, man hat es nicht mehr zerlegen können, sie ist einfach falsch und so weiter, dann weiß man ganz genau, wie die zusammengesetzt ist, diese Fetthülle. Oder wenn jetzt zum Beispiel jetzt eine Proteinkette falsch zusammengesetzt worden ist und man muss die jetzt eben wegschaffen, ja, dann weiß man ganz genau, dass da nur mehr statt 34,5% zum Beispiel 6,6% Cholesterin drin ist. Oder zum Beispiel beim glatten endoplasmatischen Retikulum, ja, das ist eben das, wo eben keine dieser Aminosäurenketten produziert werden, sondern zum Beispiel Steroidhormone wie Testosteron oder Östrogene oder Cholesterin Aldosteron für die Regulierung des Blutdrucks, ja, und ganz wichtig Cortisol, die sogenannten Steroidhormone. Da weiß man wieder ganz genau, ah, dort ist nur 10% drin von diesen Sachen. Und da weiß man auch genau was. Und jetzt weiß man aufgrund der Fettzusammenstellung, was da drinnen verpackt worden ist an Gift, an Zellgift, weil die Zelle hat es ja deswegen in einem Müllsack verpackt, ja, damit es eben dann hinausgeschafft wird. Es würde ja sonst die Funktionstüchtigkeit der Zelle stören, was ja dann im Falle des Älterwerdens, ja, auch der Fall ist. Dieser Zellmüll sammelt sich an und sollte eigentlich ja ausgeschieden werden. Darum machen wir ja diese 10-Tage-Transformation, das ist ein Punkteprogramm, damit sich die Zelle wieder von diesen ganzen Müllsäcken reinigen kann. Ja? Und das ist ja der Grund, warum wir das auch machen. Ja? Oder wenn man zum Beispiel den HIV-Virus hernimmt, ja? Den kennt ja jeder, ja? Der hat zum Beispiel 46% Cholesterin drin. Da weiß man ganz genau gesagt, hey, was ist denn da los eigentlich? Ah, ganz eine gefährliche Geschichte. Ja? Das heißt, da sind wieder Elemente drin, die natürlich aus der Zellmembran genommen werden, weil die hat ja die meisten Cholesterinanteile. Und so kann man das alles zuteilen. Und jetzt bei den Impfstoffen, bei den neuen, ja, hat man natürlich eines machen müssen, wie kriegen wir dort denn die RNA hinein? Ja, da müssen wir jetzt eben eine Kapsel nehmen, eine ganz, so eine Tresorkapsel, die besteht aus Aminosäuren. Und jetzt wurden rundherum
natürlich diese Fettsäuren genommen, wurden synthetisiert, das heißt synthetisch hergestellt, und die kennen wir nicht. Ja? Und jetzt kann es ganz leicht passieren, das sind diese berühmten Nebenwirkungen, dass diese synthetisch hergestellten Fettsäuren sich zum Beispiel anhaften an die Endothelzellen, an die Oberflächenzellen einer Arterie. Und wenn sich dort viele, viele, viele ansammeln, ja, dann kann es ganz leicht zu einer Verklumpung, zu einem Thrombus kommen. Und das ist ja das berühmte Zeug, wo man dann sagt, es kommt zu Thrombosen und so weiter. Aber die können noch gefährlicher werden, indem sie diese Endothelzellen ganz reihenweise aufreißen. Und dann in dem Moment, wo sie die aufreißen, ja, dann kommt es natürlich zu Hirnblutungen, es kommt zu Blutungen aller Art, ob das jetzt, es kann Entzündungen kommen, Herzmuskelentzündungen und so weiter. Also die Virologen wissen das genau, was da passiert. Nur es wird die Öffentlichkeit davon nicht informiert. Und das ist das, was ich sehr, sehr schade finde. Also ich halte fest, synthetisch hergestellte Fetthüllen sozusagen, die der Körper nicht kennt und die dann auch in den ganzen gesamten Naturkreislauf kommen auch. Das ist dann der nächste Punkt, diese Geschichte der Ökologie, die wir da draußen jetzt haben, wo heute zum Beispiel in den Nachrichten gestanden ist, es ist ein massives Artensterben im Gange. Warum? Weil diese vielen, vielen Lebewesen, die da draußen, die werden mit dieser Müllsäcke nicht mehr fertig. Und die sterben einfach. So wie auch viele Menschen sterben werden, die werden auch nicht fertig werden damit. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall gehört, dass Viren ungefährlich sind, wenn das Abwehrsystem in Ordnung ist, aber man kann sich ja trotzdem anstecken. Wie könnten wir das machen? Wie können wir uns weniger anstecken? Können überhaupt Viren überleben außerhalb des Körpers? Da habe ich auch einmal gehört, das geht nicht, aber ich glaube, du hast eine andere Sichtweise. Moment einmal, also Viren überleben, die Müllsäcke überleben immer. Ja, das heißt, sie müssen entweder die... Obwohl sie ja, ich meine, sie leben ja nicht, sie sind ja tote Stoffe, oder? Nein, sie sind einfach Müllsäcke. Ja, okay. Sie sind deswegen nicht lebendig, weil sie ihnen zwei Dinge fehlen. Sie können selber keine Aminosäurenketten herstellen, weil sie keine Ribosomen haben. Wir haben in jeder Zelle 200.000 Ribosomen, die im ununterbrochen Tag und Nacht 24/7 Aminosäurenketten herstellen. Weil das ist das, was die Zelle ununterbrochen machen muss. Der zweite Punkt ist, was sie auch nicht haben, sie können keine Batterien herstellen. Das heißt, wir brauchen in jeder Zelle Strom. Ohne Strom geht nichts. Das ist so wie im Haushalt oder so wie bei dir im Studio. Du brauchst Elektronen. Die Elektronen werden geliefert von Wasserkraftwerken und so weiter und so weiter. Die werden dann durch die Leitungen geschickt und so. Bei uns ist genau das Gleiche. Wir brauchen Elektronen für die Nerven. Wir brauchen Elektronen für jede Bewegung der Muskulatur. Wir brauchen immer Elektronen. Und diese Elektronenspeicher sind universell gleich. Es gibt nur einen einzigen Universal-Elektronenspeicher für alle Zellen seit 4 Milliarden Jahren. Das ist Adenosintriphosphat, abgekürzt ATP. Das können die Müllsackeln auch nicht. Das heißt, die Müllsackeln kennen gar nichts. Das sind nur Müllsäcke. Ja, nur wenn du die Müllsäcke wieder bei der Haustier hereinlässt, die da draußen schon geschimmelt haben und alles Mögliche und stinken und was weiß ich, ja dann bist du selber schuld. Das ist das Anstecken dann. Ja, wenn du die Tür aufgemacht hast, das heißt, du hast dein Immunsystem selbst geschwächt, indem du einfach weit zu viel Sauerstoff gefressen hast, in Form von Zucker zum Beispiel, und die hauen da dir natürlich die ganzen Aminosäurenketten zusammen. Das weiß man ja auch. Ja, und wenn du natürlich den Müll wieder bei der Tür hereinlässt, ja, du bist selber schuld, ne? Ja, dann tut es mir leid. Aber das sollten ja die Politiker, der Gesundheitsminister und so weiter in der Bevölkerung aufklärend tätig eben sagen, wie wir eben uns schützen vor dem. Ja, darum haben wir ja ein Verteidigungsministerium. Wir haben ja unsere Grenzen geschützt. Es gibt das Schengen-Abkommen. Warum haben wir das? Das ist unser Immunsystem. Ja, wenn wir aber das Immunsystem schwächen, weil wir einfach unsere Verteidigungslinien eben nicht mehr erneuern oder was auch immer. Ja, Leute, ja, dann ist es klar, dass die Müllsäcke dann wieder bei der Tür hereinkommen. Ne? Okay, also diese Müllsäcke, die können schon, wenn ich mich jetzt schneuze oder wenn ich Schnupfen habe, und die können schon auch außerhalb sozusagen irgendwo haften bleiben, und der Nächste könnte es wieder aufnehmen über die, wie du es vorhin gesagt, Hohlkörper oder so ähnlich. Nicht? Also schau, die Müllsäcke, die werden ununterbrochen verteilt, ja, über Aerosole zum Beispiel, über Schmierinfektion, über Tröpfcheninfektion, über Sexualität, ja, das heißt in diese Hohlorgane, der Nase, Mund und so weiter. Und wenn sie jetzt diese Müllsäcke da angesammelt haben, ja, dann hast du halt einen Rotz da drin, ja, das ist nichts anderes als ein angesammelter Müllsack, ja, den ziehst du dann raus aus der Nase. Oder wenn du zum Beispiel jetzt Müllsäcke angesammelt hast in der Luftröhre, in den Flimmerhärchen, dort verfangen
sich die dann, ja. Und wenn die eine gewisse Anzahl erreicht haben, ja, dann kommt halt, wir sagen in Österreich, da kommt der Querner raus, ja. Also du spuckst halt einfach die Müllsäcke aus, ja. Ist nicht so. Es ist ja genau so. Nur wenn die Müllsäcke dann einfach weiter und weiter und weiter transportiert werden, zum Beispiel bis zu den Alveolen, bis zu den Lungenbläschen, ja, dort gibt es auch noch ein Abwehrsystem. Da gibt es Makrophagen, die von den Pneumozyten Typ 2 erzeugt werden. Ja, Leute, wenn das dann eben dort passiert und du hast wieder nur den Kopf in den Sand gesteckt, dann hast wieder nichts gelernt, ja, und weißt wieder nicht, was das ist, ja. Beim Auto weißt du auch, dass man es waschen muss, ja. Das Auto muss auch gereinigt werden. So musst du deinen Körper halt auch ständig reinigen, ja. Mit dir zum Beispiel das, was wir gemacht haben vor 20 Jahren, indem wir begonnen haben, nur Gemüse zu essen, haben wir alles weggelassen, haben die Zellen wieder aufgebaut und dann sind eben dann diese ganzen sogenannten schulmedizinischen Krankheitsnamen von allein verschwunden, ja. Ich sage jetzt deswegen schulmedizinischen Krankheitsnamen, weil die haben keine Bedeutung. Ja. Es gibt ja nur die Zelle. Und die Zelle kann eben hundertprozentig funktionstüchtig sein, 50, 20, 10 oder 0. Und bei 0 kriegst du einen Holzpyjama. Ne? Okay, also auch der Schnupfen ist im Prinzip eine Reinigungsaktivität des Körpers. Genau. Und wir wollen uns aber jetzt anschauen, wenn wirklich das so maßgeblich ist, dass unser Immunsystem selbst einfach gestärkt werden soll. Das wollen wir uns nach dem nächsten Song anschauen. Wie können wir das am besten machen? Und welche Anzeichen sind zum Beispiel, wenn wir ein geschwächtes Immunsystem haben, wann müssen wir besonders aufpassen, oder? Machen wir das nach dem nächsten Song. Hier kann man das Binas, schöne solige Nummer hier auf Radio Sol. Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Sol. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosol.at. This is the greatest show. Jawohl, Sie hören die Talk and Music Show hier mit Gerd Pellegrini auf Radio Sol und mit Helmut Matzner, Zellphysiologe hier in unserer Zoom-Leitung. Das Thema ist heute Hintergründe der Impfstoffe. Jetzt wollen wir auf die Impfstoffe einmal eingehen. Vorher haben wir jetzt einmal ein neues Bild von den Viren bekommen. Und jetzt gehen wir uns einmal das Wissen über die Impfstoffe. Ja, also ein Impfstoff wäre dann faktisch jetzt, um zu unterscheiden, ob es ein bakterieller Impfstoff ist, das heißt, der ein bestimmtes Bakterium zerstört, alles in Ordnung. Ja. Es kann ja sein, dass unser Immunsystem eben mit diesen Bakterien nicht fertig wird. Sie sind ja immer fertig geworden, die letzten hunderttausenden Jahre, muss man auch dazu sagen, ja, die letzten 100 Jahre hat sich halt die Impfstoffindustrie entwickelt, ja, und da hat man halt geglaubt, man muss halt da eingreifen und so weiter. Ja, ist die Frage, ob es nicht auch dann über das adaptive Immunsystem sich dann dementsprechend auch ein Lernprozess ergeben hätte, ne, und dann eben auch mit diesen neuen Dingen dann eben auch fertig geworden ist. Aber wir müssen zu den neuen Dingen noch was sagen. Ich habe gesagt, diese Müllsäcke werden deswegen jetzt immer mehr und mehr und mehr. Man nennt das dann Varianten in der Virologie. Ist ja hochspannend, ja, wenn man das sagt, Varianten. Ist ja ganz einfach, ja. Es sammelt sich, die Zelle ist natürlich ununterbrochen immer mehr Stress ausgesetzt. Ja? Stress mit 5G zum Beispiel oder mit Strahlungen oder mit den ganzen Chemikalien, mit Medikamenten, mit dieser ganzen denaturierten Nahrung, die man im Supermarkt kaufen kann und so weiter. Die Zelle kommt total unter Stress. Und da ich ja zum Beispiel als Spitzensportler, ich war ja Staatsmeister im Weit- und Dreisprung vor 45 Jahren, ne? Eben auch erlebt hat, wie man dann diese Müllsäcke dann eingesogen hat, ja. Man hat ja trainiert mit anderen Leuten in Kraftkammer, da war keine Luft drin, ganz gescheit, ja. Und ich hat das berührt und das berührt. Überall waren Müllsackeln drauf. Und jemand, der im Stress ist, eine Zelle, die im Stress ist, fährt das Immunsystem runter. Das heißt, es muss ja andere Sachen hinauffahren, damit die Leistung da ist, aber das Immunsystem wird runtergefahren, weil es werden eben dem Immunsystem wesentlich weniger Elektronen zur Verfügung gestellt, als eben dem Muskelzuwachs, den nervlichen Tätigkeiten und so weiter. Das ist ja die Koordination und so weiter. Das habe ich alles selbst miterlebt. Ja. Jetzt ist es genauso. Unglaublich viele Menschen sind im Stress. Und die nehmen alle diese Müllsackeln auf, ob das jetzt SARS-CoV-2 heißt oder das Müllsackeln ist ja völlig wurscht, ob es jetzt gibt oder nicht, ist auch egal. Es gibt Millionen von verschiedensten Müllsackeln. Und die kommen dann her, also diese Virologen, und machen dann einen PCR-Test und schauen sich die DNA an und dann sie irgendwie das multiplizieren, 40 Mal und so weiter. Und dann sagen sie, das ist das Müllsackel oder das Müllsackel. Und jetzt braucht man Impfstoff dagegen. Leute, das ist so infantil in meinen Augen, ja, das ist furchtbar, ja. Warum?
Es hat ja immer geheißen, vor eineinhalb Jahren, ja, die Vorerkrankungen, die was schwer krank sind, die alten Leute und so weiter. Ja, alte Leute haben ihr Immunsystem runtergefahren. Warum? Weil sie haben sich von den falschen Dingen ernährt. Über Jahre, Jahrzehnte, die Zelle ist damit nicht fertig geworden. War ja bei uns genau das Gleiche. Heute sind wir super benannt. Wir können alles tun wieder. Ja, die Zellen sind wieder auf 100% oder noch höher, ja, wenn ich jetzt so sagen will. Und jetzt muss man eines begreifen, dass die Impfstoffe eben dafür da sind, eben ganz spezielle Dinge zu inaktivieren. Ich habe ja gesagt, die DNA, die RNA oder solche Aminosäurenketten werden in einen Tresor verpackt. Das sind die Aminosäurenketten und dann mit einer Fetthülle umgeben, damit sie dann aus der Zellmembran hinaus transportiert werden können über Haken. Das ist so wie bei einem Campingbus oder Campingwagen, ja, wo man dann etwas anhängt. Ja. Und draußen, ja, warten dann diejenigen, die dann auf dieser Anhängerkupplung dann einen Tennisball draufgeben. Das nennt man Antikörper. Ja? Und in dem Moment, wo der Antikörper drauf ist, auf dieser Kupplung, kann der nichts mehr anstellen. Das heißt, die Kupplung ist erledigt und das war's. Dann kommt eben dann der Lymphrüssel. Ja? Das ist eben der schaut das ein. Die untersuchen das nur. Wenn irgendwas gefährlich ist, wird die Zelle dann eben gefragt. Da gibt es jetzt eigene Chemotaxis, die dafür eben dann für die Kommunikation entscheidend sind. Und die werden dann gefragt, hey, habt ihr da irgendeinen Fehler drin? Und bei der Impfstoffindustrie ist es genau das Gleiche. Die Idee ist ja nicht schlecht. Ja, aber diese sogenannten Fetthüllen, die da produziert werden, die Kapside, die Tresore und so weiter, die sind weit zu wenig erforscht. Und da entstehen dann diese Nebenwirkungen. Wenn einer ein ganz starkes Immunsystem hat, dann wird er gleich fertig damit. Nur wenn er irgendwo geschwächt ist, da kann es da ziemlich ein Problem geben. Mhm. Also Viren sind also nicht der Aggressor, sondern eben das Müllsackerl, wie du so schön sagst. Und ich habe jetzt rausgehört, dass sehr viel damit zu tun hat, auch unser moderner Lebensstil, also dass unsere Zellen damit auch geschwächt werden und dass wir hier den Aggressor eigentlich suchen sollten, nämlich dass wir eben elektromagnetische Strahlungen, Gifte in der Landwirtschaft und all dies, dass es hier eigentlich die Ursache ist, dass wir nicht mehr so fit und unsere Zellen so fit sind, dass wir da besser ansetzen sollten. Genau. Ja, wie können wir aber dennoch jetzt unsere Zellen stärken und vielleicht gehen wir auch auf dein 9-Punkte-Programm dabei etwas ein. Du hast genau. Ja da etwas Großartiges weißt, geschaffen. Du hast es jetzt die Giftstoffe in der Landwirtschaft, aber die giftigsten Stoffe, das ist die Kommunikation. Okay. Die giftigsten Stoffe, das ist das, was jetzt passiert. Die Teilung der Gesellschaft, die Spaltung der Gesellschaft. Das ist so ein Gift. Die Leute sind so unter Stress, besonders die Kinder, dass diese sogenannten Verantwortlichen da in der Regierung sowas überhaupt zulassen. Für was sind die eigentlich da? Für das Volk oder für ihre Handlanger-Tätigkeit, die sie da machen? Nur so am Rande. Aber wie kann man stärken? Also das kann, warte, bevor, da möchte ich auch was sagen. Und zwar, ja, also ich finde auch, dass unglaublicher Stress da ist. Es ist ein liegt in der Luft, der Stress. Es ist eine Spaltung. Es gibt so viele unterschiedliche Ansichten und man reibt sich auch auf. Man muss wirklich aufpassen, dass man in der Mitte bleibt und auch unterschiedlichste Glaubenssysteme einfach ja, akzeptieren soll und darf. Und dass man nicht da schon in diesen Stress fällt, weil, wie du auch richtig gesagt hast, also gerade der Stress ist einer der größten Faktoren, die unsere Zellen schwächen. Ne? Genau, der größte Stressor ist die Angst. Ja, also absolut. Und die Angst, du musst dir vorstellen, wir aus dem 9-Punkte-Programm habe ich eine Prämisse drin, die ich nicht beweisen kann. Wir alle sind unendlicher ewiger Geist. Wir sind Schöpfer dieses Universums. Das ist die wichtigste Prämisse, die es gibt. Das heißt, wir sind die Schöpfer entweder eines schönen Lebens oder eines stressigen Lebens. Und jetzt kommt was ganz was Wichtiges. Wir haben die Zellen geschaffen und die Zellen schicken uns das Echo zurück, wie es ihnen geht. Und das nennen wir Gefühl. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Und wenn die Zelle dir zurückschickt, es geht dir nicht gut, dann solltest du hergehen und solltest die Zelle fragen, ich sage, warum geht es dir nicht gut? Und dann sagt sie, du gibst mir zu wenig Wasser. Du gibst mir zu viel Salz, du gibst mir zu wenig Beta-Glucane, das sind die Ballaststoffe, die Faserstoffe, die wir zum Beispiel im Zunderschwamm drin haben oder natürlich überall im Gemüse und so weiter drin haben. Du gibst mir zu wenig Aminosäuren. Die Aminosäuren sind ja deswegen so wichtig, weil sie das ganze Immunsystem aufbauen. Die Aminosäuren, das Wichtigste überhaupt, das gibt. Du gibst mir zu wenig Omega-3-Fettsäuren, ja, zum Beispiel Fischöl oder irgend sowas. Du gibst mir zu wenig Vitamin D im Winter.
Im Sommer haben wir ja nur von 1. Mai bis 30. September die Möglichkeit, über die UVB-Strahlung zwischen 295 und 315 Nanometer hier das 7. Hydrocholesterol, das unter der Haut ist, ja, in der Epidermis, in der Schicht vom Stratum spinosum, umzuwandeln in Vitamin D. Du gibst mir zu wenig Chlorophyll, grüner Farbstoff. Das ist das, was eben unser Leben ausmacht. Aus dem wird eben dann verschiedenste Stoffe hergestellt, wie zum Beispiel Hämoglobin und so weiter. Ne? Und ganz wichtig ist, dieser riesige Bewegungsmangel. Ja? Und was lieben denn die meisten Leute, wenn sie im Wald gehen? Diese herrlichen Düfte, diese ätherischen Öle, die verwenden wir jeden Tag. Ja? Und dann gibt es halt natürlich einen ganz wichtigen Punkt, den Punkt 9 im neuen Punkteprogramm, die Reinigung der Seele, die auf den Histonen gespeichert ist. Ich habe jahrelang danach geforscht, wo ist denn die Seele gespeichert? Das haben wir schon in früheren Interviews eben schon besprochen. Auf diesen Histonen, 30 Millionen Stück pro Zelle ist die DNA herumgewickelt. Dieses Genom, diese 46 Chromosomen mit ihren 3,27 Milliarden Basenpaaren. Und dort sind die ganzen Datensätze drauf. Und das musst du sauber machen. Das finde ich erst auch nochmal spannend, das wollte ich eh nochmal aufgreifen, und zwar die Kommunikation, also diese Histone, das sind sozusagen der naturwissenschaftliche, die Schnittstelle vom Geist, von energetischer Schwingung und der Materie, unserem Körper, wie er sie aufnimmt. Also das finde ich spannend. Und wir sollten uns wirklich ganz wichtig auch immer wieder vor Augen halten, dass das, was wir kommunizieren und auch welche Gefühle wir herüberbringen und welche Worte wir wählen, dass das unglaublichen Einfluss hat auf unsere Gesundheit. Auf die Funktionstüchtigkeit der Zelle. Ich sage nicht, die nie mehr Gesundheit gehabt, weil das bringt nichts. Aber Funktionstüchtigkeit der Zelle, die kann jeder selber abschätzen. Wie kann er denn das machen? Ja, braucht er nur die Stiege raufreiten und runterlaufen, da weiß er genau, wie die Zelle funktioniert. Ja, aber übrigens, das finde ich gut, das wollten wir rausstreichen. Warum verwendest du nicht das Wort Gesundheit, sondern sagst du immer, es ist die Funktionstüchtigkeit der Zelle? Richtig. Die kann ich messen von 0, das ist die Holzpyjama, sprich Grab, und 100%, das ist Spitzensport. Und das kannst du ganz leicht testen, indem du die Stiege hinauf und hinunterläufst. Verwendest du einen Lift oder gehst du über die Stiegen? Verwendest du ein Auto oder verwendest du ein Rad oder einen Tretroller? Ich fahre zum Beispiel alles in der Stadt nur mit meinem Tretroller. Ohne Motor. Super. Übrigens, da gefällt mir noch abschließend vielleicht noch diese Sache, nämlich dass wirklich, wenn wir uns das wirklich einmal vor Augen führen, jede Zelle ist ein eigenes Lebewesen. Das finde ich auch spannend. Jedes. Es gibt 100 Billionen einzelne Lebewesen in unserem Körper. Das sind unsere Kinder und unsere Hühnchen. Hund, ein Hühnchen, ja. Und alle Hühnchen, die werden eben, die werden eben alle gestreichelt und da wird geschaut, dass eben das richtige Chappi und das richtige Futter und so weiter. Aber unsere Zellen, die verhungern. Die werden immer schwächer, funktionsuntüchtiger. Aber der Hund, der muss glänzen und das und das und das Auto. Und das muss das Beste sein. Aber die Körperzellen, die bleiben, unsere Kinder, die bleiben auf der Strecke. Schön. Wir brauchen mehr Streicheleinheiten auf jeden Fall. Die Zellen brauchen Streicheleinheiten. Dann schicken sie dir dann das Echo zurück. Das nennt man ein wunderschönes Gefühl. Helmut, vielleicht, das war wieder wirklich sehr bereichernd und sehr schön, mit dir hier zu plaudern. Vielleicht noch deine Webseite, helmutmatzner.com heißt sie, genau, Helmut mit TH geschrieben, bitte, helmutmatzner zusammengeschrieben.com. Da finden Sie auch das Natur, also zurück zur Naturgesundheit, das 9-Punkte-Programm und all deine Werke. Du hast hier unglaublich viele Vorträge. Gibt es gerade irgendwas Aktuelles auch? Ganz wichtig, wir haben jetzt den Vortrag 5051, der geht über die Geist und die Seele. Das ist einer der absolut wichtigsten psychotherapeutischen Vorträge, die jemals gelaufen sind. Ich habe jetzt da auch Vorträge gemacht über den Darm, wie die Darmgesundheit, die Darmfunktionalität, Entschuldigung, wiederhergestellt werden kann. Mittlerweile gibt es 55 Vorträge drauf auf meiner Homepage. Ja, man braucht ja nur in Google Helmut Matzner eingeben und das war's. Ja, und ich mache auch nach wie vor viele Zoom-Vorträge, so wie jetzt gerade jeden Tag um 19 Uhr, wo ich die 10-Tage-Transformation begleite und die Zellphysiologie genau erkläre. Ne? Also wir haben unglaublich viele Daten auf der Homepage veröffentlicht. Wunderbar. HelmutMatzner.com, meine Damen und Herren. Und ich sage herzlichen Dank, dass du heute wieder hier auf Sendung warst, hier bei Radio Soul, Helmut. Und ein Schlusswort, gerne. Keine Angst vor Müllsäcke. Okay, gut. Einfach abtransportieren, Müllabfuhr. Abtransportieren, ab die Post, ja.
Okay, gut. Gut, und ab geht's auch mit der Post hier mit Musik. Delegation Heartache Number 9. Das ist Radio Soul und am Mikro Gerhard Pellegrini.